Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einer weiteren Folge von Up to Destiny. Heute, wie ich finde, mit sehr spannenden Themen, denn zum einen möchte ich euch einige Features zeigen, die ihr kennen müsst, wenn ihr euch in die Beta von Destiny 2 stürzt in 2 Wochen. Zum anderen gibt es in den nächsten Tagen eine richtige Infoflut von IGN zum Thema Destiny 2 und Bungie hat sich endlich, naja, zumindest teilweise zum Raid 5 geäußert. Also viel Spaß mit dieser Folge. Ja, mein Gott, ich weiß, was ihr jetzt sagt. Destiny 2 sieht genauso aus wie der erste Teil. Ja, zumindest vom grafischen Stil her weicht der Entwickler hier nicht sehr ab und es sieht sich doch ganz schön ähnlich. Aber das Gegenteil ist beim Gameplay der Fall. Ihr werdet im Sequel einige massive Änderungen vorfinden, mit denen ihr bereits in der kommenden Beta in 2 Wochen konfrontiert werdet. Und deswegen dachte ich mir, ich suche mir mal die 6 wichtigsten Punkte raus, beziehungsweise fasse sie in einen Artikel zusammen, den ihr auch auf der Destiny Infobase lesen könnt. Und los geht's. Zum einen wäre da zum Beispiel eine längere Time to Kill im PvP-Modus. Schon lange wird in Destiny natürlich über die Wichtigkeit von verschiedenen Waffentypen und damit auch über die Time to Kill gesprochen. Dies ist, wie der Name schon sagt, die Zeit, die ihr benötigt, um euren Gegner mit einer Waffe auszuschalten. Im PvP-Modus von Destiny 2 wird es diesmal ein klein wenig anders ausfallen, und zwar länger. Die Time to Kill wird länger im Nachfolger. Das bedeutet, es dauert länger, euren Gegner auszuschalten, und als Spieler habt ihr so die Möglichkeit, wenn ihr selbst beschossen werdet, besser auf die Angriffe eures Gegners zu reagieren. Da ihr natürlich nicht sofort tot seid, wenn dieser euch attackiert. Dadurch soll Destiny laut Bungie zumindest auch insgesamt ja ein bisschen langsamer werden und, sagen wir es so wie es ist, vielleicht auch ein bisschen noobfreundlicher. Das ist nur eine Änderung von vielen, wie zum Beispiel die Entscheidung, dass alle One-Kill-Waffen wie die Sniper-Rifles, die Shotguns und die Fusion-Rifles zu den Power-Weapons werden. Also die werden ja jetzt zum Beispiel in den Power-Weapon-Slot gepackt. Und dadurch soll es keine Waffen mehr geben, die einen direkt beim ersten Schuss töten können. Nur diese Powerwaffen eben, die ich gerade genannt habe, sind dazu in der Lage. Und Granaten und Melee-Angriffe können euch ebenfalls nicht mehr beim ersten Mal töten. Im PvP-Modus von Destiny 2 geht es also viel mehr darum, wie gut man denn seine Primärwaffe benutzen kann. Des Weiteren wird es einen veränderten Bewegungsradar geben. In Destiny gab es den schon, darauf könnt ihr eure Feinde sehen, und findet dieser keine Feinde, so wird der Radius eben erhöht, bis ihr Gegner in Form von roten Punkten sehen könnt. Beim Nachfolger wird dies wohl nicht der Fall sein. Vielmehr setzt man hier auf einen vorher festgelegten Radius und wird innerhalb dieses Radius eben nichts gefunden in der Umgebung. Ja, dann ist der Gegner halt erstmal unsichtbar für euch. Das bedeutet natürlich für die Spieler, dass man sich ein bisschen mehr auf sich selbst verlassen muss, dass man auch die Umgebung selbst mehr im Blick haben muss und nicht nur auf den Radar achtet. Außerdem verspricht Bungie extra Maps für spezielle Modi im PvP. Was soll das genau bedeuten? Oftmals gibt es ja spezielle PvP-Maps, doch Bungie geht jetzt noch einen Schritt weiter. In Destiny 2 wird es Maps geben, die auf einen speziellen Spielmodus im PvP zugeschnitten sind. Dies war bereits im ersten Teil das Ziel vom Entwickler, jedoch sollen die Maps und die Modi in Destiny 2 noch mehr Hand in Hand gehen. Auf einigen Karten wird es so zum Beispiel spezielle Routen und Gebiete geben, die für einen Modus ausgelegt sind, und das soll man klar erkennen. Die sind zwar keine speziellen Maps in dem Sinne, also dass es jetzt manche Karten nur für diesen Modus gibt, jedoch funktionieren bestimmte Modi wie Countdown dann auf diesen Karten eben besser als auf anderen.
Ob dies eine gute oder schlechte Nachricht ist, ja, werden wir wohl erst im finalen Spiel feststellen können. Und auch Freunde des Hipfire-Perks oder der Hipfire-Fähigkeit können sich freuen, denn in Destiny 2 gab es ja diesen speziellen Waffenperk, den es euch ganz einfach möglich war, Gegner aus weiten Entfernungen großen Schaden zuzufügen, wenn ihr diese ohne Zoom beschossen habt. Das nannte man Hipfire, diese Fähigkeit, und die wird auch in Destiny 2 ihr Comeback feiern und wieder an Bord sein. Und ein Streamer namens Geeks, kenne ich nicht weiter, aber der konnte wohl schon in diesem Fall die Scout Rifle anspielen, beziehungsweise hat da auch diese Hipfire-Fähigkeit gesehen, und der meint eben, Hipfire is way more accurate, also es ist ein bisschen genauer und besser als in Destiny 1 noch, und gerade bei den Scout Rifles soll das wohl der Fall sein. Er hat dazu auch einen kleinen Clip auf Twitter hochgeladen, den verlinke ich dann auch unten nochmal in der Beschreibung, und wenn ich schaffe, blende ich den hier ein im Video. Kommen wir zum vorletzten Punkt, nämlich Punkt 5. Es gibt keinen Sprintlock mehr. Jeder Destiny-Spieler kennt es irgendwie und jeder, ja, wird es wohl auch gehasst haben, diesen verdammten Sprintlock. Ihr rennt in Destiny und sobald ihr eine Aktion macht, wie zum Beispiel, dass ihr jetzt runterrutscht oder slidet, ja, dann müsst ihr erstmal wieder ein paar Sekunden warten, bis ihr dann weiter sprinten könnt. Oder sprinte ich, höre dann auf zu sprinten, also mache eine Aktion dazwischen und will dann weiter sprinten, ja, dann muss ich auch wieder erstmal ein paar Sekunden warten. Das ist der sogenannte Sprintlock. Dieser hat natürlich den Spielfluss an sich leicht gestört und stieß auf Unverständnis in der Community. Diese Kritik hat Bungie nun doch gehört und im Teil 2 wird es beim Sprinten keine Begrenzung in diese Richtung geben. Das heißt, Sprinten ist mehr so ein angeborenes Talent, was man halt auf dem Kasten hat, und dann kann man halt sprinten, wie und wann man möchte. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht, wie die letzte Meldung, denn die Dawnblade-Klasse, und das kommt auch wieder von den Streamer Gigs, die Dawnblade-Unterklasse kann tatsächlich schweben, wenn man es so möchte. Also man hat ja auf den Enthüllungsevent schon einiges zu der Klasse gesehen. Da kann man eben mit so einer super coolen Feuerklinge rumfuchteln, und dann, es ist für mich eine sehr, sehr coole Klasse, und ich werde natürlich wieder Warlock spielen. Und wie einige Fans nun herausfanden, kann diese Klasse noch weitaus mehr. So könnt ihr das Dawnblade eure Dodge-Fähigkeit nutzen, um so während der Super in der Luft zu bleiben. Und ihr könnt tatsächlich auch einfach oben bleiben und könnt halt mit diesem Flammenschwert die Gegner angreifen und beschießen. Und das hört sich nicht nur cool an, sondern es sieht auch cool aus. Wie gesagt, auch hier, wenn ich sie ins Video packen kann, dann werde ich es natürlich tun. Ansonsten ist es auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, all diese Sachen könnt ihr nämlich bald ausprobieren, denn in 2 Wochen, am 18.07. haben PlayStation 4-Spieler schon mal die Möglichkeit, in diese Modi hereinzuschnuppern. Aber weiter geht's. Wahre Destiny-Spieler wissen es, die Raids sind wohl so ziemlich das Geilste am ganzen Spiel. Und nun verriet Luke Smith, der Game Director von Destiny 2, gegenüber Game Rant in einem Interview, auch hier nochmal unten verlinkt, einiges, beziehungsweise wenigstens so ein bisschen was zur ersten Raid von Destiny 2. So soll jede Raid ein spezielles Thema haben, oder wie er es nennt, ein Heartbeat, also ein spezielles Thema, auf das man sich innerhalb der Raid konzentriert, und jede Raid soll sozusagen was Einzigartiges, was Eigenes haben. Nun äußerte man sich zur ersten Raid, die wohl ziemlich bald dann auch kommen wird. Er nennt diese Raid 5, und ich zitiere ihn hier einfach mal. Raid 5, when we looked at it, it was about building a place you believe is real. Also es ging darum, einen Platz zu erschaffen, wo sie sich vorstellen konnten, okay, das ist real, das könnte tatsächlich so irgendwann mal existieren. Das war ihre Priorität bei dem Ganzen. Und weiter sagt er eben, a place that you believe could exist, also wo auch die Spieler denken, dass dieser Platz existieren könnte, sei weiter laut Luke Smith ein Platz, der so ziemlich anders ist als alles, was Bungie jemals zuvor gemacht hat, und sie geben sich da wirklich Mühe. Natürlich bekommen wir jetzt nicht wirklich eine Info, wie das Ganze denn aussieht, aber zumindest einen kleinen Teaser, also es könnte wahrscheinlich dann auch auf der Erde spielen, wenn ich jetzt mal spekulieren müsste oder
könnte schon sein. Und wer die volle Infoflut möchte, ja, der muss jetzt mal zum nächsten Thema schauen, denn IGN wird eine richtige Spieleflut oder eine Infoflut zum Spiel, so rum, werden sie droppen in den nächsten Tagen, und zwar schon ab morgen, denn vom 5. Juli, da will ich jetzt gar nicht, ich möchte nicht alles aufzählen, aber vom 5. Juli bis 28. Juli, fast täglich, gibt es neue Sachen bei IGN oder den Fireteam Chat, dann auch auf YouTube von IGN zu hören, und da gibt es neue Sachen. Hier sind unter anderem, wenn ich hier mal zähle, das sind vier PvP-Reveals, wo man also nochmal Sachen zeigt, die man aus dem PvP noch nicht kennt. Morgen am ersten Tag geht es los, da ist das Thema Exploring the New Social Space, The Farm. Da geht es also dann um die The Farm in Destiny 2. Am Donnerstag geht es dann um Bungie's Vision for Destiny 2. Dann wird IGN auch einen Ersteindruck geben, was sie denn so zum Spiel und so weiter zu sagen haben. Wir bekommen einen weiteren Blick auf den Sentinel Titan und vieles mehr. Natürlich dann auch zum Beta-Start ist die Beta live bei IGN und so weiter und so fort. Hier werde ich euch auch nochmal den Link zu diesem Artikel in die Beschreibung packen, denn da ist die Übersicht, wann ihr an welchem Tag was sehen könnt und wer denn auf den aktuellen Stand bleiben möchte, der kann auch gern auf der Destiny Infobase vorbeischauen. Dort werden wir nämlich einige Artikel dazu schreiben, alles zusammenfassen, und natürlich auch auf meinem Kanal werde ich, so gut es geht, versuchen, immer mal abzuwarten, wie wichtig oder wie groß ein Thema ist, und dann werde ich das hier auch in kleinen Up-to-Destiny-Videos verpacken, damit ihr hier in diesem Format auch auf den aktuellsten Stand bleibt. Das wäre es erstmal von mir. Ich weiß, heute war es ein klein wenig länger. Ich hoffe, das geht mal in Ordnung. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, um das Ganze hier zu unterstützen, um mir zu zeigen, dass es das Format, um mir zu zeigen, dass ich das Format weitermachen kann, dass sich das auch lohnt und Anklang findet. Ansonsten abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Video, euer Crank.